Und das reicht eben nicht für eine Medizin oder für Wissenschaft. Da verlangen wir materielle, strukturelle Veränderung und das Placebo ist immer willkommen, aber nur zusätzlich. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir doch in einem Bereich sind, der das Wahre interessiert. Und das war immer auch der Fall, als wir noch in der Natur lebten, keine oder fast keine Vorräte hatten, noch nicht patriarchal waren, sondern miteinander in einer liebenden Verbindung waren und das auch benötigten, weil wir nur so überleben konnten. Also mit Unterdrückung und da muss man dann wieder befürchten, dass der andere einem dann in der Nacht dann herunterschlägt, ist nicht möglich, weil wir müssen sehen, in diesem Rahmen haben wir keine schützenden Wände. Also wenn man schläft, dann ist man sofort verletzlich und also eine Unterdrückungssysteme in der Natur funktionieren eigentlich nicht. Also das heißt, wir hätten dann schon bald einmal so ein Taliban-Wesen. Das heißt, in der Natur, wenn da wirklich tatsächlich ein Schlechter dabei wäre oder nur schon jemand, der stiehlt. Also ich habe dann auch gesehen, es gibt da auch bei Karin Barwe natürlich, sie hat ja so eine Phänomenologie der Gegenwarts, der Abgefallenen natürlich völlig unglaublichen Gegenwartsschamanismen gemacht. Da gibt es zum Beispiel eben auch Schamanen. Also die meinen dann immer, das sei etwas Richtiges, ein etwas Ursprüngliches, die dann herausfinden würden, wer jemandem etwas, dass etwas gestohlen wurde und wer da jemandem etwas gestohlen hätte, oder im Schamanismus, oder? Sind sichere Zeichen dafür, dass das jetzt wirklich null und nichts wert ist. Selbstverständlich kann im Schamanismus kein Diebstahl geschehen, weil das würde sofort den sozialen, das vitale Lebensgefüge sofort zerstören, oder? Und falls aber tatsächlich in äußersten Ausnahmefällen einmal jemand dabei wäre, der jetzt wirklich falsch tickt, oder? Da würde man das sofort entdecken und da würde so wäre sofort klar, oder? Dass man würde das natürlich auch sofort das ist derart jenseits, aber wir müssen schon sehen, falls in der Natur natürlich so jemand dabei wäre. Und dann hat man ihn mal richtig an der Gurgel genommen und gesagt, du, also das geht jetzt einfach nicht. Man muss das auch und vielleicht auch einmal kommunizieren, weil man versucht ja auch, die Jungen versuchen dieses und jenes aus und das ist auch richtig, aber wenn man es dann erklärt hat und dann also muss es dann sitzen und wenn aber dennoch jemand jetzt wirklich so blind ist, dann kommt man natürlich auf solche Korrekturmechanismen, wie wir es im Islam dann kennen, oder? Das heißt, die Leute werden einfach auf eine Art abgestraft, dass sie nicht mehr schädlich sind, oder? Das heißt, da werden halt, ja, die halt die Hände abgehackt, aber das heißt dann schlussendlich, jemand ist also bereits nicht mehr überlebensfähig. Und dass man dann jemanden mit abgehackten Händen dann noch durchfüttern würde, das kann man auch vergessen, oder? Also, oder das sind natürlich dann schon die Sitten in der Natur,
Und die gewährleisten natürlich dann auch eine gewisse Zielführung einer Gruppe, oder? Aber wenn man mal diesen Rahmen akzeptiert hat, dann haben wir viel mehr Freiheitsgrade als heute. Also es hat mir ein bisschen wehgetan, als ich das habe lesen müssen bei Barwe, Karin Barwe, dass ja, sie davon ausgeht oder offenbar in der Sozialwissenschaft davon ausgegangen wird, dass die Freiheitsgrade früher geringer waren, akephal. Das stimmt überhaupt nicht, aber man muss mal das Fundament haben, müssten wir heute ja auch haben, das Fundament, und dann, dort kann natürlich dann vieles auf dem gesunden Boden, vieles wachsen an Freiheiten, sozial wird dann viel mehr möglich als heutzutage, wo wir so Phänomene haben wie Konsumismus und dann dafür sozial läuft dann eigentlich fast nichts mehr. Wir müssen hier noch die Begriffe etwas schärfen. Es ist schon noch recht erstaunlich auch bei Barwe, wie sie da so in einem Atemzug vom Frühmenschen zu den Eingeborenen wechselt, die man heute auch noch beobachten kann. Als Frühmensch wird so in der Literatur eigentlich so der Mensch bezeichnet, bis zum Auszug aus Afrika vor die erste Welle, vor etwa 2 Millionen Jahren. Und nachher spricht man, also das ist der Homo erectus. Und später dann, ja, also, es ist auch in der Literatur nicht ganz einheitlich, aber den Menschen, den wir meinen, der so entwickelt ist, war, wie wir, gleiches Erbgut, außer ein paar weniger Modifikationen, zum Beispiel dann noch, damit man besser die Milch verdauen kann, aber davon abgesehen, das meiste Erbgut, so wie wir es haben, das ist der Mensch, den wir im Auge haben, das ist der Mensch vor der Sesshaftwerdung. Und das ist dieser Power, das ist der Mensch, der seinen Verstand hat entwickeln können, weil er eben auch einen Verstand wollte, oder? Er wollte sich die Herde untertan machen, er wollte sie beherrschen, und das kann man nicht mit Lügen, das kann man nicht mit Täuschungen, die man heranzieht, um sich Ansehen zu verschaffen vor den anderen Angehörigen, oder? Da geht es schon um Wahrheit, und das ist ganz entscheidend. Wir möchten da nicht so unscharf machen und auch klären, dass eben das Bild der Eingeborenen, das wir heute haben, zum Beispiel Australien, die Aborigines, oder das sind jetzt bereits halt keine ursprünglichen Eingeborenen mehr, die ja wie überhaupt in der Lage waren, das Festland zu verlassen und mit doch ziemlich tüchtigen Schiffen dort diese zu erfinden und diese dann auch zu benutzen, mit viel Mut, Abenteuer und Risikobereitschaft, dann das neue Land dort zu, ja, auch in, für sich in Besitz zu nehmen. Oder wenn wir natürlich heute oder auch, ja, soweit man zurückschauen kann, Aborigines betrachtet, dann ist es völlig klar, dass die natürlich überhaupt nichts von Abenteuerlust haben und sich weiterzuentwickeln, sondern das dreht dann nur noch einfach so im Kreis. Und das ist einfach völlig zusammengefallen in einer eben klerikalen und auf Ahnenverehrung fixierten Kultur, die ja wegen der Ahnenverehrung unter anderem und weil man es doch einigermaßen gut hatte, die Fische schwammen einem vor der Nase herum und man musste sich wirklich nicht mehr bemühen, wusste, wo die Wasserlöcher sind und so. Und das ist schon halt kein Nomadismus mehr.